hat. Und dann das nächste Internat, das war eine Katastrophe, da war meine Schwester Biene auch und da hat er eigentlich gar nichts gelernt und hat sich aber auch sehr abgeschoben gefühlt. Also das, dieses Gefühl, weggeschickt worden zu sein, das hat ihn dann, glaube ich, sein ganzes Leben lang begleitet. Und dieses Thema Zuhause sein und ja, wo gehört er hin und wird er akzeptiert und wird er abgenommen oder wird er weggeschickt? Mit wie Alter war das? Sehr jung, da war er 9. Also da war er wirklich noch klein. Ne? Und dann irgendwann das Internat, wie gesagt, war eine Katastrophe und dann ist er wieder zurückgekommen auf eine Privatschule und ist dann aber so oft hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es so, wenn man in einer Stufe zweimal hängen bleibt, dann ist es vorbei. Und dann muss er von der Schule runtergehen und unsere Eltern waren inzwischen geschieden und unsere Mutter war die Kümmerin und hat ihm dann eine Lehre verschafft als Dekorateur. Das war immer so die Ausflucht, wenn die Kinder irgendwie kreativ waren, aber in der Schule nicht realisierten, wurden sie Dekorateur. Und Martin hat damals schon Drogen genommen und irgendwie nach ein paar Wochen war die Karriere dann auch beendet. Also Martin war eben auch von klein auf schon Entertainer. Er hat uns dann eben unterhalten mit den Szenen aus diesem Bekleidungskaufhaus und vom Schlussverkauf. Und er hat dann eine Entziehung gemacht auf einem Bauernhof in der Nähe von Bremen, in Otterndorf, wo auch lauter Künstler, Musiker und so waren. Und von da aus hat er tatsächlich die Bewerbung geschafft auf die Kunsthochschule in Hamburg. Was damals noch ging, ich weiß nicht, ob das heute noch ging, ohne irgendeinen Schulabschluss. Also er hatte überhaupt keinen Schulabschluss. Ne? Und allein mit der Mappe ist er dann aber angenommen worden. Und es ging ja heute Morgen auch um die Frage, also konnte er malen? Hat gelernt. Genau. Und eine kurze Stelle aus seiner Hochschulkarriere vor. Bettina Barfuß, das ist eine Künstlerin, mit der er befreundet war, an Martin denkt, hört sie 4 Ohrfeigen, so heftig, dass es knallt. Die beiden waren damals in derselben Klasse bei Rudolf Hausner, dem Wiener Künstler, der immer nur Adamsköpfe malte und sich nie an der Hochschule blicken ließ. Er ist einmal im Semester vorbeigeschneit, hat seinen Wiener Schmäh abgelassen und ist dann wieder verschwunden. Der Meister hatte einen Assistenten, wegen seiner Glatze Plato genannt, der auch nur ungern zum Unterricht erschien. Und an jenem Tag kam er Stunden zu spät. Dabei wollte Martin ihm doch Arbeiten zeigen und besprechen. Er war schließlich nicht zum Vergnügen hier. Er wollte was lernen, Techniken vor allem, und er wollte was erreichen. Und wenn er was nicht leiden konnte, dann war es mangelnde Disziplin. Also bekam der Lehrer von seinem Schüler ein paar geknallt. Hm. Links, rechts, so Ina Barfuß, auf dich habe ich gewartet. Es war wie im Film. Martin wollte, wie Ina Barfuß sagt, immer beweisen, dass er was kann. Trotzdem was kann. Obwohl ihr alle sagt, ich tauge nichts, ich kann nichts, ich werde es euch zeigen. Also ich glaube, das war auch sowas, was ihn sein Leben lang begleitet hat und später auch mit den Kritikern und den Kuratoren. Und er wird manchmal als Amateur oder Autodidakt, nicht als Amateur, als Autodidakt beschrieben, aber er hat eben, weiß ich nicht, 8 Semester oder so in Hamburg gemacht, bis ihn das gelangweilt hat. Und dann ist er nach Florenz gegangen und hat diese Bilder gemalt, die wir heute Morgen gesehen haben, in Florenz, diese ganze Serie in dem Format. Von Florenz aus ist er nochmal kurz nach Hamburg zurück, hat die Bilder auch gezeigt, die niemand kaufen wollte damals. Und kurz darauf ist er nach Berlin gegangen und in Berlin hat er jemanden gefunden, der das zu schätzen wusste, nämlich Michel Würtler, der Wirt der Paris Bar. Und die haben einen Deal gemacht. Michel hat die Serie übernommen für lebenslang Essen und Trinken mit einer Begleitung. Also die haben dann beide ein gutes Geschäft gemacht im Endeffekt. Martin hat dann aber auch noch mehr Bilder dahin gebracht. Aber das war eine ganz, ganz enge Freundschaft und das war auch... Michel war sein bester Freund und durch Michel hat er auch Elfie kennengelernt. Und das war eine Freundschaft, die das Leben lang gehalten hat. Und weil er in der offiziellen Kunstwelt, also ich betone das immer so ein bisschen, weil heute ist er so berühmt, aber zu Lebzeiten war das eben keinesfalls so. Und da muss man sich immer so ein bisschen dran erinnern, dass das zu seinen Zeiten eben anders war. Und da war jemand wie Michel Würtler extrem wichtig und auch
der Ort war extrem wichtig, weil Martin hat die Paris-Bar zu seiner Bühne gemacht und zu seinem Ausstellungsraum. Zu Zeiten, wo seine Freunde, also die sogenannten Hetzler Boys, Albert Oehlen, Bernhard Büttner, Förg, Markus Oehlen, Kietzol, alle möglichen Künstler schon in den Gruppenausstellungen drin waren, war Martin oft nicht dabei. Und das hat ihn zutiefst verletzt, weil es ging ja eben immer darum, ob er anerkannt wurde und sich anerkannt gefühlt hat. Und dann Anfang der 90er Jahre, ich bin immer schlecht mit Zahlen, das weißt du wahrscheinlich besser, als diese große Ausstellung im Gropiusbau war in Berlin, war Martin wieder nicht dabei. Und dann hat er was gemacht. Welche war das? Zeitgeist. Und Martin hatte zu der Zeit unterrichtet an der Städelschule. Das war noch was fehlte in dieser Aufzeichnung, Erzählung der Künstler als. Also der Künstler als Lehrer war auch eine wichtige Rolle, die er so anderthalb Jahre ausgefüllt hat. Und er hat seine Studenten mitgenommen und Freunde, und die haben in der Nachtaktion, also es war tatsächlich in der Nacht, haben die alte Hängung runtergenommen und haben eine neue Hängung gemacht. Aus der Sammlung aber, aus Kindergarten Sammlung. Genau, ja, da waren auch teilweise Bilder. Wo haben die das gemacht? In der Paris-Bar direkt. Also der hat die Paris-Bar neu ausgestaltet mit den Werken aus seiner Sammlung. Er hat ja viel mit Künstlern getauscht. Ja, und es waren auch Bilder von uns zu Hause dabei. Also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, von unserer Kindheit her. Unsere Eltern hatten viele Künstlerfreunde, die jetzt vielleicht nicht in großen Museen waren, aber die Tatsache, dass es Künstler, dass Menschen gab, die Künstler waren und davon gelebt haben, also das war jetzt nicht was völlig Fremdes für ihn. Damit ist er aufgewachsen und eben auch mit diesen Bildern an unseren Wänden und unserem Vater, der uns immer mitgeschleppt hat. Und wie gesagt, also ein paar dieser Bilder, die er in der Paris-Bar aufgehängt hat, waren aus unserem Zuhause, und dann Bilder von Freunden und von sich selbst auch, also eigene Bilder. Und dann am nächsten Tag nach der Eröffnung der Ausstellung im Gropiusbau kamen natürlich alle in die Paris-Bar, weil das war damals noch der Ort, wo alle hingingen, und haben diese große Ausstellung gesehen. Und das war so Martins Art und Weise, auch mit der Ablehnung umzugehen, dass er immer was Eigenes daraus gemacht hat und was dagegen gesetzt hat. Also ich kann vielleicht noch beifügen, dass ich die 96 dann den Leuten erzählt habe, ja, ich kuratiere diese Kittenberger Ausstellung, da kam mir schon Ablehnung entgegen, noch 96. Ja. Also das waren eigentlich die meisten. Ja. Ein No-Go, ja. Es gibt aber auch noch eine fiese Pointe bei der ganzen Geschichte, dass er nämlich am Abend vor der Eröffnung von der Zeitgeist-Ausstellung alle Künstler in die Paris-Bar eingeladen hat, um seine Inszenierung zu sehen, und die alle eingeladen hat. Und jeder konnte trinken, so viel er wollte. Und die waren alle so fix und fertig, dass sie am nächsten Tag in der Zeitgeisteröffnung kaum aufgetreten sind. Also Rache ist natürlich auch so ein Motiv, was er reinspielt. Das haben wir schon heute Morgen gesehen, als er da zusammengeschlagen wurde. Und da, als er im Krankenhaus war, also das war wirklich sehr gefährlich. Also er hätte dabei auch sterben oder lebenslang beschädigt werden können, weil er eben am Kopf verletzt worden ist. Und er hatte auch sein lebenslang an der Nase hier so eine kleine Delle. Aber er hat sofort jemanden geholt, eine Fotografin, ihn zu fotografieren, so wie er aussah, um das dann eben später zu verwenden als Foto, wo ihr auch die Einladung draus gemacht habt, Dialog mit der Jugend, als Vorlage für Zeichnungen und als Vorlage für Malerei. Kermit, der Frosch, hat seine Freundin Ursula Welter, die Kostümbildnerin war, ihm mitgebracht. Und der Frosch ist ja dann eins der Motive, die sich durch das ganze Werk ziehen. Fred the Frog. Ja. Also in dem Fall ist es Kermit, aber Fred the Frog sein Bart dann später. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Gut aus. Das ist die Skulptur Martin ab in die Ecke und schäm dich. Das fing eben in der Schulzeit an, dass Martin immer der Böse war, der sich in die Ecke stellen musste und sich schämen sollte. Und das bezog sich dann aber auf Kritiker, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sich total eingeschossen haben auf ihn. Und dann gab es eben so ein paar Aufsätze speziell, die ihn
Also da war er Rassist und Homophob und Sexist und Nazi und also das ganze Programm wurde da abgespult. Und das wiederum, er hat dann immer reagiert mit dem, was er konnte, nämlich mit Kunst. Und er hat eine ganze Serie gemacht von diesen Skulpturen, beziehungsweise er hat sie machen lassen von Uli Schroth-Johann. Heute Morgen kam ja Michael Krepper schon mal vor. Also in den 80er Jahren war Martin dann schon so erfolgreich, dass er dann auch Assistenten hatte. Und Michael Krepper hat das zum Programm gemacht, ein Jahr lang Assistent sein bei Martin. Und hat wirklich alles gemacht, bis hin zu Hemden zur Wäscherei zu bringen. Und die beiden waren auch auf Teneriffa, um diese Peter-Skulpturen zu machen. Und da kam es zu den Missverständnissen. Krepper, die konnten beide kein Spanisch, und Krepper ist mit dem, was sie gebaut haben wollten, zum Schreiner gegangen oder zu den Handwerkern. Und die haben was ganz anderes verstanden, als er gesagt hat. Und dann war Martin aber so begeistert von dem, was sie zurückhaben, was wieder was ganz Eigenes war, dass sie dann teilweise auch die Väter nochmal eingebaut haben. Und dann, also da gab es verschiedene Situationen, wo diese Missverständnisse eine ganz wichtige Rolle spielten. Und zu dem Thema Assistenten, Uli Schroth-Johann war kein Assistent. Martin wollte auch nicht jemanden wie Jeff Koons das hatte zum Beispiel. Also den habe ich auch für das Buch im Atelier besucht, und der hat ja Heerscharen von Assistenten. Und Jeff Koons hat mir das gezeigt, wie das funktioniert. Also er hat dann das war ja, als ich das gemacht habe in den 90er Jahren schon, er hatte natürlich einen Laptop und Computer, und dann hat er so Computerausdrücke gemacht und das den seinen sogenannten Assistenten in die Hand gedrückt. Das war so wie Malen nach Zahlen. Also die mussten ganz genau das nachmachen, was er vorgezeichnet hatte. Und bei Martin war das so ein Ping-Pong von Ideen. Also er hat sich mit Uli Schroth-Johann hingesetzt und die haben überlegt, wie das sein könnte oder wie das aussehen könnte. Und dann ist Uli zum Beispiel losgezogen, jede Skulptur sieht ein bisschen anders aus und jeder hat auch andere Kleidung. Und hier sind zum Beispiel in dem Kopf sind die Kippen, Zigarettenkippen. Also Martin hat da exzessiv geraucht. Und das Spiel, Wortspiel mit Kippenberger, also Berge von Kippen, die da eingebaut sind. Und das Prinzip bei der Kleidung war jetzt auch, dass es immer so ein bisschen zu kurz war, also zu klein. Also es passte nicht so richtig und war natürlich auch keine so gute Kleidung. Und Uli hat auch diese Skulptur zum Beispiel gebaut aus der Kafka-Ausstellung mit dem Karussell, mit dem Spiegelei. Und Uli Schroth-Johann, weil jetzt das Thema ja auch ist, 20 Jahre später, baut immer noch viele Ausstellungen auf oder Skulpturen auf, nachdem sie das zusammen gemacht haben. Aber ich glaube, das war so eine ganz, also war eine wichtige Art, wie Martin mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, 1976, als unsere Mutter gestorben ist, zum Thema Geld, das er immer gerne ausgegeben hat und gerne verdient hat. Darauf hatte er nur gewartet, glaubt Johann Karl Schmidt, also ein Museumskurator aus Darmstadt, darauf, dass er sich selbst verschwenden konnte. Das Erbe war für ihn ein großer Glücksfall, das Instrument, um die Selbstverschwendung in Berlin zu starten. Endlich konnte er machen, was er wollte, hemmungslos und ungebremst und ohne Rücksicht auf Verluste. Musste seine Zeit nicht mehr mit Möbelpackerjobs verplempern, brauchte nicht erst jemanden anzubetteln, um sein Material bezahlen zu können, konnte im SO 36 teure Bands engagieren, Kippenbergers Büro aufbauen, jeden Tag essen gehen, trinken sowieso, eigene Platten aufnehmen und Fremde produzieren, Bücher machen, Kinoplakatmaler anheuern, konnte filmen, fotografieren, Flops riskieren, die Kneipenwände mit seinen Aufklebern und Plakaten tapezieren, konnte sich ausbreiten und bekannt machen. Im September 76 war unsere Mutter gestorben. Es dauerte dann noch eine Weile, bis er das Erbe bekam. Sie hatte ihre Zweifel, was seinen Umgang mit Geld anging. Schon als Kind gab er am ersten Tag des Monats sein Taschengeld aus, vorzugsweise für Süßigkeiten. Der Martin, der hat lange Haar, das Geld ist bei ihm immer rar, schrieb eine Freundin über seine Teenagerjahre, in denen er sich immer wieder was von Freunden und Zufallsbekanntschaften lieh, ohne es je zurückzugeben. Das hat dann oft unsere Mutter übernommen, an deren Tür die Schuldner klopften. Notfalls hat er sich auch mal auf die Straße zum Betteln gesetzt. Geld war ein ständiges Thema zwischen Mutter und Sohn. Nie hatte er genug, immer fand sie, gab er zu viel aus, und immer wieder bezirzte er sie mit seinem Charme, ihm doch noch mal was zu geben.
Aber dann hat Martin es schließlich doch in einem Schwung bekommen und in einem Schwung ausgegeben. Die Vermutung der Mutter stimmt, schrieb er 10 Jahre später in seinem Buch Café Zentral, dass der liebe Junge nicht mit Geld umgehen kann. Und so ist es noch heute, also Originalton Martin. Er hatte einfach kein Verhältnis zu Geld. Aber er hatte das Erbe gut investiert. Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, hat Henry Nannen einmal gesagt, dann kommt es unten zur Tür wieder rein. Es hat zwar eine Weile gedauert, bis es kam, aber es kam, wenn auch im ganz großen Stil, erst nach seinem Tod. Von unserem Ururgroßvater, der eine Chemiefabrik hatte, hatte Martin mehr als eine Barschaft geerbt. Das unternehmerische Talent und die Entschlossenheit, der Chef und Bestimmer zu sein. Auch wenn er keinen ganzen Ort nach sich benannte, so drückte er vielen, wie Köln oder Berlin, doch seinen Stempel auf. Boss gab er als Berufsbezeichnung in seiner Zeitschrift Sehr gut, very good an, die er im SO 36 vorstellte. Martin hatte zwar keine Fabrik, aber eine Fabriketage in Berlin. Später malte er Kostengebirge und Ertragsgebirge, von beiden verstand er was, auch deshalb wurden seine Bilder im Laufe der Jahre größer, weil sie sich dann teurer verkaufen ließen. Aus dem wahren Charakter der Kunst hat er ein Thema gemacht. Er lebte auf großem Fuß, kamen seine Freunde mit 500 Mark in der Woche aus, gab Martin 500 an einem Tag aus oder mal eben 3000 Francs in einer Nacht. Viele denken ja, dass Martin in Geld geschwommen ist, meint sein Düsseldorfer Freund Mäuser. Das stimmt gar nicht, er hat es nur verschleudert. Traurig, dass du immer nur so kurz bei mir bleibst, du Geld, hat Martin einem seiner Bildtitel zum Ausleihen genannt. Er habe, sagt Mäuser, immer ganz genau gewusst, wenn Martin kein Geld mehr hatte. Dann hat er genervt und war schlecht gelaunt, dann waren auch seine Witze nicht mehr komisch, nur penetrant. Nein, Martin fand es nicht witzig, kein Geld zu haben, auch wenn er sich darüber lustig gemacht hat. We don't have problems with the Deutsche Bank, because we spent our money before entering. Er fand es demütigend, kein Geld zu haben. Deswegen vermeide ich es ja auch, in Banken reinzugehen und gebe anderen Leuten meine Unterschrift, dass die da reingehen. Mir ist das zu existenziell, wie das abläuft. Mäuser ist einmal zusammen mit Martin in die Bank gegangen, wo der Angestellte ihm nur erklärte, Herr Kippenberger, ich habe Ihnen doch schon gesagt, Sie kriegen kein Geld mehr. Worauf Martin einen Moment überlegte, um zu erwidern, sehe ich gar nicht ein. Martin war extrem großzügig und hat immer alle Leute eingeladen, in Kneipen auch, um nicht allein zu sein. Das war schon auch ein Motiv. Und hat, wie es da rauskommt, wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und es war ihm aber auch wichtig, dass er richtig gut bezahlt wird für seine Arbeit. Das war für ihn auch eine Form der Anerkennung, das Geld. Und ich glaube aber, ein Motiv, auch das Geld auszugeben, war, dass er so eine Notwendigkeit war, auch wieder Neues zu verdienen. Also er hatte selber so beschrieben, dass er diesen Hunger auch brauchte in seinem Leben. Und dann manchmal hatte er auch sehr schon teilweise clevere Arten, so ein Unternehmen aufzubauen, also wo alles Mögliche dran hing und dann manchmal so merkwürdige Formen der Sparsamkeit auch. Und ich glaube, diese Böden von dem Papst, nachdem der Papst weg war, die gab es irgendwie so im Sonderangebot, also das ganze Podium da für relativ wenig Geld. Und dann hat er auch gesagt, also daraus konnte er ja viel machen. Im Endeffekt war es aber total teuer, weil er all diese Platten erstmal abtransportieren musste und dann lagern musste und im Endeffekt dann doch nicht so viel damit anfangen konnte, wie er ursprünglich dachte. Das haben wir schon gesehen, die Paris-Bar-Bilder. Und nicht nur mit Michel hat er diese Deals gemacht, dass er getauscht hat, Bilder gegen oder Arbeiten gegen Essen und Trinken, wo immer er hinkam, hat er sich sofort eine Gastwirtschaft gesucht, weil die sein Zuhause war. Und ich muss auch sagen, die rührendsten Gespräche waren die mit Wirten und Kellnern, die ihn wirklich ins Herz geschlossen haben. Und wo ich oft das Gefühl hatte, zu seinen Zeiten haben die ihn manchmal besser verstanden als die Kuratoren und vor allem die Kunsthistoriker. Das war so ein intuitives Verständnis. Dieses Bild mit eingebauten Lampen, also diese betrunkenen Lampen, waren auch ein Motiv von Martin in vielen Arbeiten. Und zwar nicht nur auf Bildern, sondern auch als Skulpturen. Und als er in Frankfurt gelebt hat, Anfang der 90er Jahre, wo er unterrichtet hat an der Städelschule, da hat er sich ein Italiener, also Martin hat am liebsten Nudeln gegessen, die ja auch dauernd in seinem Werk vorkommen, und ist am liebsten beim Italiener essen gegangen. Und das war einer, den er sich als Stammlokal ausgesucht hat. Und denen war aber eigentlich nicht klar, dass,
Martin so berühmt war. Entschuldigung, jetzt erzähle ich einen Schritt zu schnell. Also für dieses Bild, was er da an die Wand gehängt hat, hat er diese Lampen eingebaut, weil die Lampen waren schon an der Wand und die konnten irgendwie nicht weg. Und dann hat er sie einfach mit da reingenommen. Und nach Martins Tod hat Bärbel Kreslin für irgendein Fernsehfeature ein Interview gegeben über Martin in diesem Lokal. Und inzwischen hatte der Besitzer gewechselt. Und der neue Besitzer kannte Martin gar nicht. Aber in dem Moment, wo dieses Fernsehinterview stattfand, hat er dann gefragt, und was es damit auf sich hat. Und wenn ich jetzt die Geschichte richtig erzähle, hat er sie dann verkauft und dann hat Sachi das Bild gekauft. Und eine Zeit lang war das in dessen Sammlung, der hat es aber wieder weiterverkauft. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. In ihrem Nachruf in Spex erzählen Cosima von Bonin und Michael Kreber, wie Martin die Bücher, die er bei Bittner, das ist eine Buchhandlung in Köln, gekauft hatte, an seinem Stammcafé vorbei nach Hause trug, damit die dort Sitzenden dachten, da geht sie wieder, die Leseratte. Er konnte gar nicht lesen, weil er die Leere im Kopf brauchte. Um seine freie Filterung selbst gestalten zu können, wie es in Café Zentral heißt, um offen zu sein für alles, was ihm begegnete. Er brauchte die Leere, um sie selbst zu füllen. Er las nicht, er blätterte. Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge waren ihm wichtigste Lieferanten von Wirklichkeit und Zeitgeist und Kunst, dienten ihm als Anregung und Herausforderung. Und er hörte zu. Als Legastheniker, weiß die Künstlerin Rosemarie Trockel aus eigener Erfahrung, hat man eine andere Kodierung. Man kann relativ schnell was aufnehmen, man hat so seine Wege, was mitzubekommen. Warum sollte er lesen, wenn andere es taten? Freunde wie Albert Oehlen, Werner Büttner, Michael Kreber erzählten ihm von ihrer Lektüre. So wie er Fotos und Postkarten als Vorlagen der Natur immer vorzog, fand er Nacherzählung oft spannender als das Original. So schickte er Leute mit wärmsten Empfehlungen ins Jüdische Museum in Frankfurt, das sei das interessanteste Museum der Stadt, wobei er selber noch nie dort gewesen war. Dann höre ich immer, was sie so erzählen, was sie so wahrgenommen haben, und das speichere ich. Reden, das war es, was er am liebsten tat. Das hatte er ja schon Ende der 70er Jahre in Berlin erklärt. Lieber als malen geht schneller. Kunst war für ihn immer Kommunikation, eine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Und so war das Gespräch, das oft genug zum Monolog mutierte, die Rede, das Witze und Geschichten erzählen, als unmittelbarste, spontanste Möglichkeit der Kommunikation, auch die ihm angemessenste literarische Form. Literatur aus dem Stegreif. Er redete exzessiv und in Kurzform, wie im Comic, erinnert sich Rosemarie Trockel. Das war Sprechblasendeutsch. Er redete wie ein Komiker. Mit Sprüchen und Witzen brachte er die Dinge mit ein paar Worten auf den Punkt. Das haben viele bewundert, gefürchtet auch. Deswegen hat er die Bild-Zeitung mit solchem Vergnügen gelesen. Dort fand er neben vielen Fußballberichten die absurdesten Geschichten im Kurzformat und dazu knackige Überschriften. Den Rassismus der Bild-Zeitung verurteilte er zwar, aber sonst, so Zitat Martin, was da drin steht, erste Sahne. So pointiert wie die Bild-Zeitungsüberschriften sind auch viele Titel seiner Bilder, Bücher und Ausstellungen. Die Serie Krieg Böse zum Beispiel, entstanden in der Zeit der Friedensbewegung. Kürzer kriegst du die ganze moralische Aufrüstung nicht hin, meint sein Freund Meuser, den Martin schon mal vor einer Ausstellungseröffnung 1981 zum Titelkloppen nach Stuttgart bestellte und mit dem er in Frankreich einige seiner kurzen Gedichtchen verfasste. Sie sprachen dieselbe Sprache, wir hatten einen ähnlichen Wortschatz, das war die Heimat. Auch Meuser war in Essen aufgewachsen. Beim Titelkloppen mussten die Künstler manchmal aufpassen, dass sie vor Lachen nicht vom Stuhl fielen. Der Humor, der Witz von Martin, ist auch extrem geprägt vom Ruhrgebiet. Die Leute haben dann einen sehr trockenen Humor. Deutschland, deine Gewässer, Kälte an Leinwand, also so ein Titel von Martin. Die Lieblingstante von Tina und Nassis auf dem Heimweg. Aschenbecher für Alleinstehende, nichts mitkriegen, nichts abkriegen. Ich gehe kaputt, gehst du mit? Erst drehen, dann wenden. Schachtelhalme am frühen Nachmittag. Was ist bloß am Sonntag los? So heißen einige seiner Bilder. Auch Martins Ausstellungstitel haben ihre eigene Poesie. Helmut Newton für Arme, Buying America und Selling El Salvador, Kampf dem Dekubitus, Sand in der Vaseline, Peter, die russische Stellung, Nix Rugula, gib mir das Sommer noch,
Wie komme ich in Kriegszeiten mit Knochenbruch und Futurismus klar? 14 Millionen für ein Hallöchen. Viele seiner Titel und Sprüche wurden später zu geflügelten Worten. Dialog mit der Jugend, Abschied vom Jugendbonus, Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Andere griffen Kuratoren später noch einmal für Gruppenausstellungen auf. Lieber Maler, male mir, vom Eindruck zum Ausdruck, tiefe Blicke, gibt's mich wirklich. Dass er unbelesen, unverbildet war, erwies sich für ihn als Vorteil. Die Worte fallen ihm zu, wie einem auf der Straße ein herrenloser Hund zurollt, schrieb die Schwäbische Zeitung 1982 anlässlich seiner Ausstellung im Forum Rottweil. Und er macht aus diesem Zufall ein kleines Bild. Ein Kritiker meinte sogar mal, Martin würde Bilder nur malen oder Arbeiten nur machen, um einen Vorwand zu haben, Titel zu erfinden.